Dann hat er es mit einer Wand abgetrennt. Ja, sodass hier niemand rein kann und immer diesen Außenweg nehmen muss. So scheint es. Vermutlich wollte er die Vergangenheit hinter sich lassen. Hätte er mehr Zeit mit uns verbracht, hätte er die Schönheit vielleicht selbst erkannt. Aber jetzt ist es zu spät. Seht euch nach den fehlenden Teilen um. Selbst in diesem Chaos sollten sie einem auffallen. Ja, auffallen, auffallen. Nee, mir ist bisher nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Sorry, Serana. Chicken, das ist doch Serana, ja, lügen. Nö. Wenn wir diese Teile hätten, müssten wir nicht länger in diesem lieblichen Ort ausharren. Lieblichen Ort. Sollen wir mal in die Türme reingehen? Kommst du mit oder willst du hier bleiben? Ich gehe, ne? Ohne dich. Ganz allein. Das muss von Seranas Perspektive bestimmt wunderschön ausgesehen haben. Ach, Chicken ist so ein Volldepp. Ja, danke. Ihr mich auch. Bist du überhaupt ein Feind? Liegst du so schlafend? Serana kommt echt nicht mit. Waren die echt alle draußen? Oder muss ich jetzt hier alleine durch? Das ist so lange her, seit ich hier drin war. Definitiv. Sowas von. Naja. Na, Chicken, wie lange ist das denn her? Na, keine Ahnung, Mr. Zuschauer. Müsste ich einen Blick in meine Achievements werfen? Die werden ja zum Glück immer mit Datum markiert, wann sie erlangt. Na, es will nicht. Es will nicht. Makroser Saphir, ach, deswegen will er nicht. Oh! Ich habe mich gerade mehr vor dem Geräusch erschrocken als vor allem andere. Ich meine, du springst hier auch sowas drüber und dann. Das ist doch egal. Ich rechtfertige mich nicht. Ich mach gar nichts. Außer wieder weinen. Ja, das kannst du gut schicken. Ich weine doch gar nicht. Wir sind noch nicht an dem Ort. Schädigtes Buch. Erstmal kommen andere Orte. Und schöne Orte. Große Orte. Unübersichtliche Orte. Aber interessante Orte. Mit interessanten Charakteren. Und anderem interessanten Zeug, aber ich werde mich trotzdem verlaufen. Fünfhundert Folgen später, wir sind immer noch dort gefangen, weil ich mich nicht zurechtfinde. Ja, Chicken, dann weißt du ja, was du zu tun hast, bis wir diesen Ort erreichen. Ach, hier geht's wieder raus. Hier drin war jetzt echt nichts von Belangen. Ernsthaft? Ernsthaft? Nicht mal eine
klitzekleine, unzichtiges Etwas. Wie wäre man da eigentlich hingekommen? Gut, was hier sowieso alles eingestürzt. Trotzdem. Warum würde man in so einem Raum Balkone machen, wo man sowieso... Ach, ich verstehe es nicht. Sitzen dann hier unten Leute und da oben kommen dann die Herrscher und halten eine Ansprache oder wie? Da müssen die doch immer außen rum gehen. Oder hat der Weg hier eins zu dem Balkon da hinten geführt? Ja, Jack, das tat er. Eventuell. Oder eventuell auch nicht. Hey, Sirana, du stehst da ja immer noch. Im gleißenden Sonnenlicht. Na, willst du auch erwachen, Mr. Gargoyle? Mr. und Mrs. Gargoyle. Hallo, jemand zu Hause? Eine Schale ist zu Hause, ja. Tief. Der Staub ist auch zu Hause. Mir ist es ja nicht in meiner Lunge. Staub, Staub, Staub. Staub, 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 Staub. Lagen die echt alle draußen? Die Embleme? Es ist ein kleiner Garten. Ich habe zwar zwei Embleme gefunden, aber... Fehlen noch mehr? Wenn wir diese Teile hätten, müssten wir nicht länger in diesem lieblichen Ort ausharren. Wenn ich ein Emblem wäre, wo wäre ich? Wasser? In dieser Urne vielleicht? Versteckspiel. Ja, im Wasser, Chicken. Da hast du schon recht, du hast nur an der falschen Stelle geguckt. Ja, wenn wir diese das hast müssen wir nicht länger in diesem lieblichen Ort du. Oha. Oha. Sehr klug, Mutter. Wirklich sehr klug. Ja, sehr klug. Ich bin zum ersten Mal in diesen Tunneln, aber ich würde wetten, dass sie direkt unter dem Innenhof verlaufen und bis zu den Turmruinen führen. Wie kommst du darauf? Jetzt kommen wir unserem Ziel näher. Los geht's. Ja, los geht's. Gut, dass ich in die Türme reingegangen bin. Optionale Wege über optionalem Zeug. Rüste dich aus, Sirana. Rüste dich aus. Liegt hier noch irgendwas? Ja, Steine, die wir nicht mitnehmen können. Nein, ich wollte schon immer mal Steine mit mir herumschleppen. Dann kann ich andere Leute damit bewerfen. Zum Beispiel den nächsten Gargoyle. Eine Küche. Ich habe diesen Teil der Burg noch nie zuvor gesehen. Seid vorsichtig. Ich weiß nicht, worauf wir hier stoßen könnten. Auf Elfenohren. Messer. Salz! Ja, streuen wir Salz in die Wunde. Folterkammer. Mal schicken, das ist Küche. Aber wenn hier seit Tausenden von Jahren niemand war, wieso sieht das Blut aus wie frisch? Das müsste doch eigentlich schwarz sein. Weil nach einer Zeit verfärbt sich doch das Blut. Ja. Du bist kein Gargoyle.
wunderschön übers Ziel hinausgeschossen schicken. Wunderschön. Woher seid ihr gekommen? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ach, Serana. Du musst dir echt abgewöhnen, von meinem Bogen, wenn er gespannt ist, vorbeizulaufen. Stell dir mal vor, du wirst nicht essentiell. Dann wärst du so ein klein wenig tot. Jetzt habe ich doch die Pfeile mitgenommen. Egal. 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 Habe ich halt... Dings. Ersatz, falls mir irgendwann die... Wie viele Pfeile? 422 Vulkanglaspfeile ausgehen. Habe ich Ersatz. Ja. Die paar alten Nordpfeile werden mir definitiv den Hintern retten. Questmarker sagt dahin, also gehen wir erstmal hier entlang. Oder auch nicht, denn hier ist alles verschüttet. Aber Spiel! Ich muss doch rebellisch sein. Rebellisch und Bücher verbrennen, die schon beschädigt sind. Ich habe mich schon wieder vor dem Geräusch erschrocken. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Mr. Gargoyle, tu mir das noch nicht an. Ich bin nur so schreckhaft. Geräusche. Dass ich in meinen Sackgassen reingehe. Geräusche. Papierrolle. Oder Entfernung hätte es auch eine Kerze sein können. Noch ein Gargoyle? Komm, alle guten Dinge sind drei, wo sich Chicken erschrickt. Woher seid ihr gekommen? Das ist kein Gargoyle. Wer ist? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Definitiv nicht. Wie ich das von alleine angeht. Überhaupt nicht creepy. Mr. Gargoyle. Ich weiß, dass du hier bist. Ha, diesmal habe ich mich nicht vor deinem Geräusch erschrocken. Kleines Mistvieh. Chicken, das Ding ist größer als du. Aber ich glaube, man behaupten. Das ist trotzdem ein kleines Mistvieh. Das hätten wir geschafft. Ja, hätten wir. Müssen wir aber nicht zwangsläufig. Gab's noch einen vierten? Ach, stellt mir doch... Oh. Hast du mich da reingeschoben, Serana? Ich weiß, dass ich den Teller wieder mitgenommen habe. Mal wieder sowas Unnütziges an Zeug. Dass ich direkt in so eine Stachelfalle geschubst werde. Ihr habt doch auch Gefühle. Ich weiß, das interessiert euch alle sowieso nicht. Nö. Ist doch egal, was du empfindest, Chicken. Wer ist da? Keine Ahnung, aber ich höre es auch. Irgendwo. Glaube ich. Ja? Am Ziel vorbeigeschossen. Glückwunsch. Noch einer? Nein, noch zwei. Guck mal, nicht zur Seite, Mister. Ich weiß, dass ihr hier irgendwo seid. Ja. Ich doch, dass ich etwas gehört habe.
Hast du meinen Pfeil aufgesammelt, den ich vorbeigeschossen habe?